dass die Frage nach dem Wirkungsgrad vom Re-EMF oder von der Bleibatterie neu gestellt oder definiert werden muss. Hallo Männer, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich würde euch bitten, an dieser Stelle euch mal einen Kaffee zu besorgen oder irgendein leckeres Heißgetränk nach eurer Wahl, weil ich habe da glaube ich was entdeckt und das würde ich euch gerne mal mitteilen. Es geht um geplante Obsoleszenz. Obsoleszenz? Obsoleszenz. Speistige Reste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Mir ist da was aufgefallen und zwar, jeder kennt das ja, das Gerede oder ja, man könnte fast sagen, alles irgendwann mal kaputt geht, es ist klar. Aber dieses Verhältnis passt irgendwie nicht mehr ganz. Ne? Also ich zum Beispiel kenne viele Geräte noch von DDR-Zeiten, sage ich mal, oder noch davor DDR-Zeiten, die noch heute funktionieren. Ne? Irgendwelche extrem rustikalen Gerätschaften, sag ich mal, oder Dampfmaschinen von damals, da gehen einige auch noch. Natürlich wurden die auch gewartet und repariert. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass heutzutage die Sachen ja nicht mehr ganz so lange halten, sag ich mal. Ich bin noch selber am Reparieren von vielen Geräten, so Monitore und Playstation und all möglichen Krempel. Und da ist mir das eben auch schon aufgefallen, dass viele Sachen, naja, wir sagen jetzt mal, schlecht konstruiert sind und aus Versehen dann kaputt gehen. Ne? Aber irgendwo, weiß ich nicht, bei diesen Elektrogeräten oder so, da bin ich nicht der Fachmann dafür, um das eventuell mal irgendwie zu belegen und zu beweisen, dass das eben Absicht ist. Ich weiß, dass es Absicht ist. Aber ich kann es bei einer Bleibatterie zum Beispiel, beziehungsweise bei einer Autobatterie. Ich beschäftige mich jetzt schon viele Jahre, fast ein Jahrzehnt mit Autobatterien, Regeneration, autark sein, PV und blablabla, alles was Ladegeräte, alles was dazu gehört, sag ich mal. Ja, und jetzt aktuell läuft ja der Re-EMF-Test, wo ich auch nochmal zeigen konnte, dass ja so ein gekauftes Ladegerät, ich will jetzt die Firma nicht nennen, für viel Geld ja im Endeffekt Schrott ist, ne? Und das kann ich überlegen und so, ne? Also liebe Firma, wenn ihr mich da ankacken wollt, naja, viel Spaß euch, ne? Mal sehen, wie der Richter das sieht. Auf jeden Fall, durch die 10 Jahre habe ich natürlich auch viel gesehen. Und durch den Test und alles habe ich mir jetzt überlegt, ich mache jetzt einfach mal das Video, um eventuell euch noch einen kleinen Tipp oder allgemein in den Kopf mal ein bisschen was reinzubringen. Und zwar, jeder kennt ja die, eben, ich sag jetzt mal, die so ein bisschen mehr drin sind, das sag ich mal, zum Beispiel kleine Kondensatoren, das ist schon ein bisschen tiefer drin, ne? Kleine Kondensatoren eben so ausgelegt werden, dass die irgendwann kaputt gehen. Ne? Da gibt es so Haufen Videos auf YouTube, wo ihr eure 230 Volt Lampe habt oder so, da ist einfach nur ein Kondensator kaputt, das kannst du genau ausrechnen, da gibt es Rechner dafür im Internet. Zum Beispiel bei Mauser.de könnt ihr, wer sich das mal angucken will, könnt ihr euch angucken, es gibt verschiedene Kondensatoren, von der Qualität und der Haltbarkeit und blablabla, Verlustleistung und da will ich gar nicht drauf eingehen. Aber das Wichtige ist die Haltbarkeit. Ne, also man kann halt einen Kondensator einbauen, der sauminderwertig produziert wurde oder eben der hochwertig produziert wurde. Im Grunde genommen ist das wie bei den Chips. Ne? Wenn ihr einen i7 kauft, ist es im Grunde genommen ein i9 oder so, der halt scheiße in der Produktion scheiße war und dadurch zum i7 wurde, weil zwei Kerne nicht gehen oder irgend so ein Scheiß. Ne? Und so könnt ihr euch das auch vorstellen bei den Kondensatoren. Ne? Die schlechteren, auch bei Transistoren, ist bei allem so, ne? Auch bei LEDs, die richtig teuren, das sind eben die guten, die richtig gut in der Produktion waren. Ne? Die bisschen billigeren, wie bei den Chips, ist immer dasselbe. Ja, und zwar, da könnt ihr euch jetzt eben angucken bei Mauser, wie die Sachen, ja, wie man das eben beeinflussen kann, sage ich mal. So, das ist vielleicht schon vielen bekannt. Das nächste Level ist, wo ich hier drauf gestoßen bin, das so zu machen, dass überhaupt niemand mehr das hinterfragt. Also zum Beispiel bei den Bleibatterien. Jeder geht davon aus, die halten so lange und die sind so. Und keiner kennt aber die Geschichte von den Bleibatterien oder wie das früher mal war, sag ich mal. Oder
ist denn das wirklich so, wie uns das alles beigebracht wurde? Oder zumindest, wie wir es interpretieren, ne? Und ich sage, nein, das ist es nicht. Und zwar ist hier eine ganz geniale Sache passiert. Also ich nenne das jetzt einfach mal so, dass die Japaner, Chinesen oder aus dem asiatischen Raum, dass die, sag ich mal, den Kondensatortrick machen, ne? Den eben irgendwo an eine warme Quelle ran, dass der eben schnell kaputt geht, dann vielleicht noch nicht so einen ganz guten nehmen, dass es eben schneller geht. So. Bei den Autobatterien würde ich sagen, dass die deutsche Industrie oder die westliche Industrie es geschafft hat, die Lehrbücher und alles so zu beeinflussen, sag ich mal, oder zu verändern, dass es eben zu dieser Wegwerfgesellschaft gekommen ist. Was natürlich denen, ist ja klar, da brauchen wir nicht drüber reden, ne, denke ich. So, und jetzt pass auf. Das ist der absolute Hammer. Also ich habe mir mal zwei große Punkte aufgeschrieben. Einmal, was mechanisch geändert wurde an den Batterien und was eben an den Ladeverfahren oder bliblablub geändert wurde, sage ich mal. Bei dem mechanischen Teil ist es schon mal etwas sehr Einfaches, gerade für die, die meinen Kanal verfolgen. Ich habe ja vor ein paar Monaten meinen Stapler-Akku für meine PV-Anlage regeneriert. Und da habe ich, also ich kann euch nur empfehlen, euch die Videos mal reinzuziehen, wie es jetzt sind, 10 Videos oder so, wo ich Stück für Stück euch zeige, wie man so einen Stapler-Akku zerlegt. Und da sind eben ein paar Sachen drin, die ja jetzt hier gut reinpassen, wo ihr eben seht, woher ich meine Informationen habe. Ne? Und ihr könnt es euch selber auch nochmal angucken. Und zwar ist es der Plattenabstand bei einer Bleibatterie, sage ich jetzt mal. So, ich habe jetzt hier mal als symbolischen kleinen Bleiakku. Und hier, heutzutage ist es so, dass der Abstand vom Gehäuse, sage ich mal, zu dem Akku, der ist ringsrum immer ziemlich sehr eng. Dafür die Boxen von den Akkus, blablabla. Aber unten und oben der Platz hat sich geändert. Also die alten Autobatterien hatten mehr Platz hier unten. Und das hat auch einen Grund. Der Grund ist, bei dem Verfahren, bei dem chemischen Verfahren, um eine Bleibatterie zu benutzen, ist es so, dass immer ein kleiner Teil Material, sage ich jetzt mal, nach unten fällt. Ganz vereinfacht gesagt. So. Und das kommt auch nicht wieder hoch. So. Und das Problem ist, das sammelt sich halt. Das nennt man auch Bleischlamm zum Beispiel bei einer Bleibatterie. Und wenn das eben einen gewissen Grad erreicht hat, hier, ich sage jetzt mal, hier oben sind jetzt die Platten und hier unten ist frei und irgendwann ist es so viel Schlamm oder runtergebröckeltes, dass es zum Kurzschluss kommt und der Akku, ja, kaputt ist. In Wirklichkeit ist er gar nicht kaputt. Ne, das ist eben sehr problematisch. Also das geht jetzt wirklich ganz tief rein. Ne? Erstmal als Punkt zu merken, dass durch diesen Kurzschluss, dass dieser geringere Abstand eben dazu führt, also hier ist ein Nullabstand, ne? Das ist quasi Null. Dass sobald hier was runterfliegt, zack, neu kaufen. Und bei den Staplerbatterien in dem Video von mir seht ihr zum Beispiel, dass da, boah, da waren, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, ich hab mir das aufgeschrieben, 2 bis 5 Zentimeter. Ne? Ich tue jetzt extra mal, dass wir das mal visuell darstellen. Hier ist ein Dings, das sind 5 Zentimeter. Ne? Einfach mal so, und das ist der Abstand. Sagen wir, vielleicht sind es nur 3. Ne? Mag auch variieren, je nach Zellengröße von eurem Stapler-Akku. Aber es ist wirklich, ihr seht das so in meinem Video, da habe ich so einen Holzstock rein in die Batterie und habe das gemessen und gezeigt, dass ich sage jetzt mal 5 cm ungefähr sind. So. Dieser Abstand bei den Stapler-Batterien ist ja noch da. Und heutzutage bei einer Starter-Batterie, also das, was man im Auto hat, ist es unter 1 Zentimeter, wesentlich, fast nur ein halber Zentimeter. Ne? Das ist dann hier, so viel gegen so viel. Und da muss natürlich jedem klar sein, dass so eine Staplerzelle, die sind ja auch für Stapler und für Industrie gebaut, dass die eben halten müssen. Ne? Die können nicht alle paar Wochen neue Zellen einbauen oder alle paar. Ne? Die benutzen ja die Batterien ganz anders als ein Otto-Normalverbraucher, sage ich mal,
weil wenn du jetzt eine Batterie daheim benutzt, du, vielleicht schaffst du eh einen Zyklus am Tag, das ist dann aber schon, hast du wahrscheinlich deine Batterie falsch gewählt. Und die machen wirklich jeden Tag einen Zyklus und immer wieder. Und naja, da muss das Zeug eben funktionieren. Und da kannst du nicht so einen kleinen Abstand machen. Das wäre Punkt 1 der mechanischen Sache. Da kommt aber Punkt 2, spielt da gleich noch mit rein. Und zwar sehen wir ja, bei den Batterien ist es jetzt ganz extrem. Huch, die hat schon ein bisschen Staub drauf. Bei der Batterie ist es ganz extrem. Die hat jetzt hier gar keine Öffnungen mehr. Angeblich wartungsfrei. Ne? Gibt keine wartungsfreien Bleibatterien. Das ist Schwachsinn. So. Und ja, hier ist ganz schlimm, dass eben die, das ist verklebt. Man kann das aber auch aufmachen. Ne? Dann sind wieder die einzelnen Zellen. Aber das muss aus dem Kopf raus. Deswegen muss hier ein Deckel drauf. Deswegen sind die neuen Autobatterien auch oben zugeklebt, damit das langsam aus euren Köpfen rauskommt. Unseren Köpfen. Das meine geht jetzt nicht mehr raus. So, das heißt, die Zellen sind in einer Plastewanne, sag ich mal, hier außen rum. Der Kasten, hier seht ihr auch die Kante vom Deckel. Dann, ne, dann kommen dann die einzelnen Zellen rein und dann wird der Deckel drauf gemacht. Früher die Autobatterien, gerade die 6 Volt Batterien von Oldtimern, da könnt ihr es noch sehen, die hatten auch ein Gehäuse, aber jede Zelle einzeln als Paket mit Gehäuse. Also du hattest sozusagen ja, mehrere kleine Zellen, so wie heute euer Laptop-Akku ist oder viele Akkus eben sind, dass ihr ein Gehäuse habt und dann kommt der Akku mit Gehäuse da rein. So war das früher. Oh, ich blende euch da auch nochmal ein Bild ein. Und dann konnte man, wir sagen jetzt mal, eine Zelle war kaputt. Dann konntest du einfach die Verbindungen lösen und hast die Zelle einfach rausgezogen und gewechselt. So wie es heute noch ist beim Stapler-Akku. Lol. Das ist so hart, Leute. Also bei den Akkus, könnt ihr das eben heute noch sehen, dass es eben noch so ist, wie es damals bei den Bleibatterien war. So, und ein Problem bei dieser mechanischen Sache ist schon mal, dass wir hier nicht an die Zellen rankommen, einzeln. Also wir können die können wir noch nachfüllen, aber wir können nicht die Zellen einzeln messen. Wie beim Stapler können wir das und können dann gegebenenfalls sogar die einzelne Zelle wechseln. Das führt zu gewissen Problemen. Und zwar eine Bleibatterie, das ist jetzt mal auch der erste Punkt, Ladeverfahren, ne, etc., das in die Köpfe eingehämmert wurde, dass eine Bleibatterie keinen Balancer braucht und auch nichts, ne? Bei einem Lithium-Akku, Lithium-Eisenphosphat oder die normalen Lithium oder alles, was im Grunde genommen, da ist das absoluter Standard. Ne? Da wirst du ans Kreuz genagelt, wenn du sagst, du brauchst keinen Balancer. Aber im gleichen Zug wirst du ans Kreuz genagelt, wenn du sagst, hey Leute, Batterien sind Batterien, wir haben alle Zellen und da brauchen wir einen Balancer. Und sagen eben alle, nö, brauchen wir nicht. Ne? Und das meine ich mit dieses geplante Obsoleszenz 1.0. Also wir sehen schon das 2.0. Ich glaube, das ist so das Leckerli, was uns hingeworfen wird, damit wir nicht drauf kommen, was hier wirklich abgeht. Dass das schon in den Physikbüchern und allen, in kompletten Ladeverfahren, im kompletten Internet, das falsch wiedergegeben wird. Das ist ja Wahnsinn. So, ne? Jetzt führt zum Beispiel, nehmen wir mal an, hier fällt Bleischlamm nach unten, weil es nun mal so ist bei einer Bleibatterie. Da müsst ihr euch selber mal ein bisschen informieren, warum das so ist. Aber das ist halt einfach mal so. Ne? Ein paar Prozent sind das, ne? Die da nach unten fallen. So. Wenn jetzt was nach unten fällt und eine Bleibatterie eine Zelle, wir sagen jetzt mal einen Kurzschluss hat und eben die anderen Zellen gegebenenfalls noch reindrücken, weil noch Batterien parallel geschalten sind oder Ladegerät dranhängt oder was auch immer, dann wird das wahrscheinlich zu einem mechanischen Schaden der Batterie führen. Aber nicht, weil die Zelle kaputt ist. Nein! Wir denken viele, die Zelle ist das Licht ja da dran. Nein! Falsch! Das Problem ist, da kein Balancer bzw. ein BMS verbaut ist, führt es dazu, dass die gesamte Energie, wie bei eurem Lithium-Akku, deswegen verbaut er ja den Balancer bzw. das BMS, sollte eine Zelle abkacken, trennt er den ganzen Krempel und dann passiert nichts. Das wird hier absichtlich nicht gemacht. Ne? Und da wird dann gesagt, naja, um Geld zu sparen. Ne? Ist einfacher zu bauen, blablabla. Warum macht das dann nicht bei Lithium so?
Ach, da ist es dann nicht, dann geht's auf einmal, ne? Das ist so eine Doppelmoral, das gibt's doch gar nicht mehr noch. Das kann doch nicht mehr wahr sein, ne? So, das heißt, die, da haben wir einen Punkt mal, den der BMS würde eben abschalten. Nehmen wir mal den Parallelakku oder eure PV-Anlage oder was eben abschalten, dann wären einfach die Zellen lose, da würde nichts passieren. Dann könnte man die Zelle rausnehmen, sauber machen, wieder rein, am besten natürlich gleich mal alle, den Schlamm unten raus, wieder zusammenbauen und fertig wäre der Lack. Ne? So, kommen wir gleich mal zum Ladeverfahren. Mir ist dann, das habe ich aber leider noch nicht auf Video, das müsste ich dann noch mal auf Video machen oder so, da müsst ihr mir halt mal glauben. Beziehungsweise nehmen, wir fangen, das machen wir nachher. Erstmal das, was ich beweisen kann. Und zwar die Ladeschlussspannungen bei Bleibatterien. Ich habe mich jetzt Glückstütz hier drauf. Nee. Naja, egal. Ich habe da auch schon mal ein Video dazu gemacht. Viele haben ja auch Bleiakkus daheim. Vor allem in diese kleinen Bleifliese etc. Da habt ihr oft eine Angabe. Ja, dass die bis, was weiß ich, 14 irgendwas laden soll. Moment, ich habe da noch so ein Ding dran. So, in zwei Jahren habe ich mal einen kleinen, also ein bisschen größeren. Ich blende euch das natürlich auch ein. Ja, hier steht jetzt 14,5 bis 14,9 Cycle Use. Bedeutet Cycle Use sind natürlich immer B und Entladen, B und Entladen, B und Entladen. Wird hier für eine AGM, also das ist eine AGM, also Fließbatterie, wird das vorgegeben. Bei Standby Use seht ihr schon 13,6 bis 13,8. Ich habe mir dann mal hier auf dem Zettelchen aufgeschrieben, die Ladeschlussspannungen der Bleibatterien. Ganz grob, ich bitte euch da jetzt, ne, kann sein, dass ich da ein bisschen falsch liege, aber die Tendenz ist erkennbar. Und zwar 1980 rum hatten wir die 14,8 bis 15,2, teilweise sogar die französischen Hersteller, Renault etc., die haben teilweise sogar über 15,2 sogar geladen. Ne? Ich bin Kfz-ler, ich habe das selber gemessen, immer bei Autos. Ne? Ich habe Kfz-ler, wie gesagt, ja. So. Und 1990 zum Beispiel war es so, also ich rede jetzt vor meiner Kfz-ler-Zeit, da ging es dann schon auf 14,8. Also ich habe das ein bisschen recherchiert, waren ungefähr 14,8. 2000 rum, da kommen wir dann schon so in meine Lehrzeit, war es 14,5 bis maximal 14,8. Wobei da, wie gesagt, manche Franzosen immer noch mehr hatten. Und da bin ich damals schon stutzig geworden, wo ich mir dachte, Moment mal, wieso du denn, ich sage jetzt mal, ein deutscher Hersteller 14,5 laden und Hersteller X, ich sag mal, Renault oder so, hat 14,8 oder sogar ein bisschen mehr. Da dachte ich, Mensch, das kann doch nicht sein. Normal ist doch eine Bleibatterie. Die haben 6 Zellen, da kann doch nur nicht der eine das so machen, der andere macht so, der eine macht so. So, da wird einem schon klar, na Moment mal, irgendwas stimmt doch hier nicht. So, und mittlerweile, ich gucke mal, dass ich im Nachhinein, wenn du noch die Bilder einblende, sind wir unter 14,5. Also ich habe schon bei einem Auto gemessen und auch im Datenblatt gelesen. Ich glaube, das war beim Skoda, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Oder beim Clio? Nee, ich glaube, die Franzosen sind immer noch ziemlich hoch, weil die wollen ja, dass ihre Autos ein bisschen halten, obwohl das auch alles nicht so ganz koscher ist. Sagen wir jetzt mal 13,8 bis 14 zerquetschte. Begründet wird es damit, dass eine Bleibatterie bei 14,5 Volt anfängt zu gasen. Das bedeutet wiederum, ja, Explosionsgefahr, naja, ist auf jeden Fall gegeben, wenn das alles zu schlecht läuft, die Umstände, dann kann das schon passieren, wobei das jetzt nicht so ist, dass euer ganzes Auto explodiert. Hoffen wir es mal nicht, ne? So, und jetzt gibt es folgendes Problem. Indem den Batterien, hier seht ihr es ja auch noch mal schön, ne, die ist komplett zu. Also hier kann ich gar nicht mehr nachfüllen, gar nichts mehr. Ne? Angeblich wartungsfrei. Könnt ihr vergessen, wartungsfrei. Das ist ja gehirnfrei und für die Wegwerfgesellschaft, ne, für den Kapitalismus. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. So, jetzt gibt es folgendes Problem. Also ich kann euch da nur bitten, gerade die Lithium-Akkus bauen oder so, das den Leuten mal zu erklären, was hier bei der Bleibatterie abgelaufen ist. Bei Lithium ist nochmal ein anderes Thema. Euch erwartet auch noch was, sagen wir es mal so. Das mache aber nicht ich, wenn bin ich wieder der Böse. Ihr werdet es dann selber merken. So, und jetzt kommt es zu folgendem Problem. Euer
Balancer bzw. BMS bei einem Lithium-Akku, Lithium-Polymer, bla bla bla, bei jedem Akku, auch bei jedem Handy-Akku ist ein Balancer drin, weil das sonst überhaupt nicht sehr lange funktionieren würde, wenn wir die Ladeverfahren verwenden, die normalerweise gedacht sind, oder die Ladekurven. Ich sage jetzt einfach mal Ladeverfahren, Ladekurven, ne? Bitte nicht zu ernst nehmen. Kommt es jetzt dazu, da bei einer Blei-Batterie kein Balancer, BMS oder sonstiges eingebaut ist, haben sich die Hersteller, also ich kann mir das, Leute, das kann kein Professor mehr unterschreiben, was hier abläuft, Leute. Also nicht, dass ihr denkt, das muss so sein. Viele werden jetzt denken, das muss doch so sein, dass die Batterie. Nein, das ist Betrug, weil jetzt wurden die BMS bzw. Laderegler aus Versehen vergessen, ne? Und das führt dazu, dass eben die Zellen unterschiedliche Spannungen haben. Ich habe das auch bei meinem Elektroauto, bei dem vom Baujahr 1992, 92 glaube ich ist der Clio, ne? Da ist dasselbe Problem. Das kommt, da will ich ja auch nochmal ein Video machen, wo ich euch das anhand des Autos erkläre. Also das Auto ist eine Goldgrube für die ganzen Lügen, die uns erzählen. Oder die hier schon seit 50 beziehungsweise ich weiß nicht wie viele Jahren schon eingebaut sind. Und zwar kommt es jetzt dazu, dass die Zellen sich eben die Spannungen entbalancieren. Die eine Zelle hat halt 2, irgendwas und die andere hat irgendwann 1,9, sagen wir mal. Und das ist ein Problem. Jetzt haben die in unsere Köpfe reingeklopft, dass man eine Autobatterie bis 14,5, habe ich ja schon mehrfach gesagt, oder 14,8 oder was auch immer, liebe Kfzler, ihr werdet sie auch schon mal gemessen haben, vor allen Dingen die, die 2000 oder was gelernt haben, oder eher, dass eben die Spannungen ziemlich hoch waren. So, und jetzt kommt's, Männers. Mit dieser erhöhten Spannung wird gebalanced. Die Zelle, die schon voll ist, verbrät dann die Energie sinnlos in Wärme, dass die anderen weiterladen können. Das ist Balancen, Bleibatterie, sag ich jetzt mal. So, jetzt pass auf. Dieses Verfahren allerdings führt dazu, dass gesagt wird, also da kommen wir zum nächsten Dogma, was einfach nicht stimmt. Ne? Und da muss mir jeder Professor recht geben, ansonsten kann er seinen Proftitel abgeben und dann können sie alle mir geben. Und zwar, dass dadurch, dass ich eben die nicht in Balance-Verfahren benutze, wir reden, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, nicht nur von dem Balancer, da gibt es noch andere Wege, was uns aber überhaupt nicht erklärt wird. Dass es eben dazu kommt, dass die Zellen entbalancen, jetzt muss ich mehr Energie reinstecken, um die wieder zu balancen. Und das nennt man dann den Wirkungsgrad einer Bleibatterie. Also Leute, jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch die Glaskugel mal beiseite und den ganzen Krempel. Was ist denn das für eine Scheiße? What the fuck? Weil, hätte ich jetzt einen Balancer, wie bei einem Lithium-Akku-Paket oder Lithium-Eisenphosphat oder wie gesagt, was auch immer, einfach ein Akku-Pack. Jedes Akku-Pack hat heutzutage einen Balancer und BMS wahrscheinlich auch noch. Nicht einfach auch zur Sicherheit, wäre, ne? Ist ja schlauer. So, und wenn das, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen die Einzelzellen von einem Gabelstapler und bauen da ein BMS ein oder einen Balancer, der eben keine Energie vernichtet, sondern erkennt, okay, die Zelle ist voll, wir schalten die jetzt ab und laden nur noch die anderen, bis eben alle gleich voll sind. Dann wäre ja der Verlust, den ich durch das Kochen der einen Zelle habe, weil die jetzt gebalanced wird, oder zwei, drei Zellen, weg. Moment mal, dann steigt doch der Wirkungsgrad einer Bleibatterie. Und jetzt frage ich euch mal, wieso wird der Wirkungsgrad einer Bleibatterie mit einem falschen Ladeverfahren ohne Balancer als Maß der Dinge in alle Bücher geschrieben? Wer hat dafür bezahlt? Das kann doch nicht unsere Professoren gewesen sein. Also wenn das unsere Professoren unterschrieben haben, ne, und hier noch der Meinung sind, nö, das ist alles schon richtig so, ja, dann kannst du dann, boah, so, ne? Wie komme ich auf diesen ganzen Scheiß? Und zwar Re-EMF. Der Re-EMF-Lader, jetzt kommen wir zum großen, eins der großen Re-EMF-Lader-Geheimnisse, was jeden Kritiker natürlich wieder schön an die Wand stellt. Soll ich es rauspiepsen? An die Wand stellt, was denken wir da jetzt wieder? Egal, war nur eine dumme Metapher. Dass der Re-EMF
ich kann euch das ja anhand verschlossener Batterien eben nicht zeigen. Ist auch wieder praktisch, dass die verschlossen sind, dass man das euch auch nicht zeigen kann, mal so einfach. Aber der dumme Action, der hat ja die bösen Stapler-Bleibatterien. Hashtag Bleibatterien sind scheiße, bitte mal im Chat. Jetzt habe ich Chat gesagt. Kommentare, Junge. Als ich mein Akku regeneriert habe, habe ich dann... Ja, ich hatte den fertig, ich habe die Videoreihe beendet. Ich habe dann irgendwann, ja, weiß ich nicht, nach ein paar Monaten habe ich gedacht, ach komm, hängst den Renf nochmal ran und du es einfach nochmal das Ding knacke vollladen, sag ich jetzt mal. Weißt du, weil ich wollte, ja, wollten einfach mal wieder knacke voll haben, ne? Weil ich so mitgekriegt habe, dass das Ladeverfahren von den Laderegler, das betrifft natürlich alle Laderegler, alle Hersteller, alle, weil die schreiben alle ab, weil das ist ja das Master-Ding, was ich euch von unserer Lade habe, stimmt nicht. So. Dann habe ich mit dem REMF geladen, könnt ihr euch, wie gesagt, um meinen REMF-Test, der gerade läuft, aktuell, mache ich, ich versuche jeden Freitag ein Video dazu zu machen und da kann ich euch das auch wieder nicht zeigen, ne? Weil ja, die Zellen eben verschlossen sind. Und zwar ist mir dann aufgefallen, dass der REMF die Zellen balanced. Ja, moin. Jeder REMF-Bastler wird jetzt hoffentlich schön, oh, was? Ja, moin, ja, moin. Für alle anderen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass im Grunde genommen kein Balancer nötig ist bei einer Bleibatterie mit dem REMF. So, Moment mal. Es gibt kein Ladeverfahren, mir bekannt, bei Bleibatterien oder Ladekurven oder wie ihr es immer nennen wollt, von irgendwelchen Herstellern, die euch das verraten. Weil die wollen ja, dass ihr einen neuen Akku kauft. Ne? So. Also ich habe das festgestellt, durch diesen Stapler-Akku hatte ich ja jede Zelle einzeln. Und ich habe auch so ein Innenwiderstandsmessgerät, also ein Prüfgerät für Batterien. Und habe vorher alle Zellen gemessen, habe mir das eben aufgeschrieben, hatte die jetzt dann, keine Ahnung, in 2-3 Monate an PV dran, also an der PV-Anlage. Und ja, haben wir da nicht weiter bei gedacht. Ne? Und ich habe die auch gut kochen lassen und so, so wie das alle sagen. Und das reicht, du kriegst die nicht gebalanced. Gerade solche alten, meine sind ja wirklich alt, die sind schon eh, die waren ja schon eh mal Schrott eigentlich. Das stimmt aber ja auch wieder nicht. Habe ich ja in dem Video, könnt ihr sehen, volle Leistung entladen aus den Batterien mit Nennleistung, also nicht betrogen, nix. Und da ist mir dann aufgefallen, dass die Zellen exakt, Männers, alle exakt denselben Innenwiderstand hatten. 10 Jahre alter Akku oder 12 oder was, ich weiß es nicht genau. Das ist unfassbar, Leute. Ne? Also ich hatte den REMF halt rangemacht und habe die laden lassen und habe dann festgestellt, wo die PV-Anlage abgeschalten hat, ist der Akku ziemlich weit runtergefallen und ich dachte, normal müsste ein bisschen mehr Ruhespannung haben. Und da dachte ich mir, ach komm, jetzt machst du nochmal eine REMF-Kur. Habe das eben gemacht. Und dabei eben messtechnisch festgestellt, ja moin, der REMF balanced eure Akkus beim Laden. Das bedeutet, dass die Frage nach dem Wirkungsgrad vom REMF oder von der Bleibatterie neu gestellt oder definiert werden muss. Aber wir haben ja schon alles, ne? Die Menschheit weiß alles. Genau, 98% vom Meer nicht erforscht, aber wir machen auf dem Mars. Kannst du nicht ausdenken, ne? So, also die geplante Obsoleszenz ist bei einer Bleibatterie schon in den Lehrbüchern drin, in den Ladeverfahren, in allen Köpfen und in allem drum und dran. Jeder glaubt, das muss so sein. Ich kann beweisen, dass es nicht so ist. Jetzt hoffe ich mal, ich weiß nicht, da umgebracht für die Sache. Ich denke, es ist genug Abstand bei den Bleibatterien, dass eben jetzt alles sich Lithiumkurven etc. Und dass ich da hoffentlich nicht gleich umgebracht werde von den Bleibatterienhersteller. Ihr werdet ja weiter euer Zeug verkaufen, so viel werden das Video ja nicht sehen. Aber das ist ja krass, dass in den Lehrbüchern drin steht, wir sagen jetzt mal, eine Bleibatterie hat so und so viel Prozent Wirkungsgrad und eben die Lithium, die haben ja 100%. Baue mal einen Balancer aus bei dem Lithium-Akku und dann lade die mal mit den Ladeverfahren, die vorgegeben sind. Dann wirst du ziemlich schnell feststellen, oh, da ist die auch so scheiße wie eine Bleibatterie. Alter, naja, die sind schon ein bisschen besser, muss man dazu sagen. Aber umso größer eure Zellen wären, das habe ich ja auch schon in dem
Video vielleicht versucht, ein bisschen euch mitzuteilen, die umso größer so eine Zelle eben wird, umso mehr beziehungsweise umso besser ist die eben. Ne? Wenn jetzt so eine riesengroße Gabel, also die meisten kennen ja nur so Mobilbatterien, die ist jetzt schon ziemlich groß, oder eben eure Autobatterie, das ist Schrott, Leute. Das ist Pustekuchen, das ist gebaut zum Kaputtgehen, ne? Und nichts anderes. Und das ist alles ein Zusammenspiel in Ladeverfahren, Ausbildung. Ne? Ich habe ja selber eine Ausbildung zum Kfz-Ler gemacht und da wird ein Scheiß erklärt. Das wird ja so erklärt, wir sind im Grunde genommen, war ich damals im Umgang mit den Autos oder so ein dummer Affe. Ich habe doch keine Ahnung von Bleibatterien gehabt. Die haben uns in 2 Wochen in der Schule ein bisschen was drüber erzählt, hat da eh keiner zugehört. Ne? Wisst ihr selber, wie es ist, brauchen wir keiner kommen. Ne? So. Und dann geht der Normalbürger eben ins Autohaus und denkt, er wird bei einer Autobatterie gut beraten. Das könnt ihr vergessen, Leute. Die haben keine Ahnung. Die schwafeln alle, schreiben alle ab. Und wo kommt das her? Wer hat die Bücher geschrieben? Da wird dann gesagt, naja, der und der Hersteller, der hat das ja erforscht und bla. Und die Mann, nee, die haben es Jahrzehnte hingesetzt, wahrscheinlich von 1900 ab, um es eben so jetzt hinzubiegen, dass du dann sagen kannst, ja, Bleibatterien sind scheiße, weißt du? Obwohl sie 100% recycelbar oder 99,99% recycelbar sind und eine altbekannte Technik sind. Ne? Ja, ich denke, es sind so ein paar Punkte mit dabei. Also hier ist geplant Obsoleszenz. Nicht 2.0, sondern 1.0. Wir kennen schon nur noch 2.0 oder 3.0 oder 4.0. Aber in der Bleibatterie, das ist eine ganz am Anfang der Geschichte hier. Und das ist schon traurig, ist das. Also ich verstehe es mittlerweile, dass eben, ich dachte früher immer, dass die Ingenieure und dass die eben alle mit unter einer Decke stecken und blablabla. Ja, nee, tun sie nicht, die haben alle keine Ahnung. Scheiße. Das ist richtig scheiße. Natürlich werde ich ja wieder ein bisschen Hate kassieren dafür, aber es gibt ja Tatsachen, wisst ihr, wenn du, guckt euch den RMF-Test an, wir haben das Ladegerät, ihr könnt auch gerne, ja, baut euch selber so ein RMF, testet es gegen euer 500 Euro Schrottladegerät und dann werdet ihr ziemlich schnell feststellen, dass wir hier eben verarscht werden. Ja, vielen lieben Dank hier nochmal raus an René, der damals den RMF der Menschheit freigegeben hat, kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Und den könnt ihr euch einfach selber bauen. Ihr könnt auch eine Firma gründen, ihr könnt ihn auch verkaufen. Das ist der Menschheit freigegeben worden. Ne? Wäre natürlich schön, wenn ihr dann auch, falls ihr Milliardäre wärt, auch mal an René denkt, ihm vielleicht mal einen schönen Bum. Wie man das schwarze Kasse rüberschiebt und so. Nee, warte mal, das darf man nicht mal Aufruf zu einer Straftat, oder? Das war ich aber nur gesagt, Kasse. Das ist ja nicht, dass da was drin ist. Ja, in diesem Sinne, also geplant. Obsoleszenz. Bestimmt falsch ausgemacht. Ich blende mal die Computerstimme von Google ein. Ist hier auf jeden Fall eine Sache und ich habe festgestellt, dass das sind natürlich noch mehr Punkte, ne? Das ist mal ein kleiner anderes. Ja, vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich kann euch nur warnen vor den Lithium-Akkus. Passt auf, macht eure Hausaufgaben, lest euch das richtig durch, versteht, was dort steht und eventuell kommt ihr dann auf diesen Punkt zurück. In diesem Sinne, lasst kranken, tschüssi. Obsoleszenz.